Guten Tag nach Deutschland aus einem Ort, den Menschen Finnland nennen. Ja, was soll ich sagen? Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist an der Zeit, mal einen Gruß in die alte Heimat zu schicken. In der letzten Zeit viel, viel beobachtet, was in Deutschland so passiert und in der Welt natürlich auch passiert. Das ist ja irgendwie auch alles eins. Und ich frage mich, warum wir nicht verstehen, dass wir offen das Gleiche wollen. Also es scheint irgendwie so zu sein, es gäbe zwei Lager, und gerade irgendwie für mich so als sehr interessantes und markantes Beispiel dafür ist die Aktion mit Autobahnbau und Dannenröder Forst. Warum das für mich so interessant ist, ist, dass sich da irgendwie sehr zeigt, dass wir irgendwie gerade etwas nicht so richtig gut verstehen, und zwar wir alle. Wir sind in eine Lebensweise reingerutscht, wo, also es gibt ja dieses Sprichwort, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich würde sagen, wir wissen nicht, was wir tun. Also ganz häufig machen wir Sachen, die völlig legal sind und beworben sind. Meinetwegen mit dem Auto durch die Gegend fahren oder in Deutschland ein Avocado kaufen. Und das sind halt alles Sachen, die uns irgendwie so beigebracht wurden. Wir haben das so kennengelernt, dass es in Ordnung ist und dass man das so machen darf und dass es nichts Schlimmes ist vor allem. Wenn man jetzt aber andere fragt, die hier auf dieser Welt leben, und ich spreche jetzt mal nicht nur von anderen Menschen, sondern auch von anderen Arten, wenn man die fragen könnte, die würden wahrscheinlich eine ganz andere Meinung haben. Und das ist, glaube ich, auch das, wo man sagt ja immer, dass Bildung die Lösung ist. Also wenn wir einfach ein besseres Bewusstsein, mehr Wissen haben oder hätten, dann würden wir das alles so nicht tun. Und da ist für mich das Einzige, was ich da teilen kann, ist, dass ich es nicht verstehen kann, wie man auch nicht sagen kann, einfach mal, ja, ich glaube, da haben wir eine Fehlentscheidung getroffen. Da haben wir irgendwas falsch gemacht, falsch verstanden damals. Denn wir alle sind ja Lebewesen, die zum Überleben und Leben Nahrung brauchen, Wasser brauchen, Luft brauchen, Gesundheit brauchen, Schutz brauchen und Gemeinschaft brauchen. Das brauchen wir alle, egal ob wir jetzt irgendwie ein Landrat sind, der den Bau der Autobahn im Dannenröder Forst vorantreiben will oder das Gefühl hat, er muss, weil das irgendwie ja so die Demokratie sagt. Oder ob wir jetzt eine Aktivistin sind, die auf dem Baum sitzen. Und ja, also das Bedürfnis ist das Gleiche. Und ich glaube, viele verstehen nicht, dass wir, um dieses Bedürfnis, um diese Bedürfnisse decken zu müssen, dass wir dafür nicht nur eine gesunde Welt brauchen, einen gesunden Planeten, sondern auch einen Lebensstil, der nicht mehr als einen Planeten verbraucht. Also es ist sehr, sehr schwer für mich zu verstehen. Also da wird dann immer mit dem Finger gezeigt, da werden Schuldige gesucht, die Kapitalisten, die Firmen, die ja irgendwie nur an sich denken. Ich glaube das ja gar nicht, dass ihr nur an euch denkt. Oder auch viele jetzt, die hier als Polizisten jetzt Arbeit gefunden haben, glaube ich ja auch nicht, dass ihr da überhaupt an euch denkt. Also da seid ihr wahrscheinlich vor den Karren gespannt, wollt das überhaupt nicht. Da fällt mir irgendwie auch ein, stell dir vor, es wäre Krieg und keiner geht hin. Ja, also es ist halt einfach auch so offensichtlich, dass da einfach was falsch läuft. Und die Frage ist halt nicht dieser eine Wald, es ist nicht das Trinkwasserschutzgebiet, es geht nicht um die Menschen, die da leben in der Region, auch wenn das alles unsere Sicht der Dinge ist. Die Sicht der Dinge, wenn man sich das mal so ein bisschen aus der Distanz betrachtet und unseren Planeten Erde anschaut, da kann man sich sowas nicht mehr erlauben. Also wenn man es richtig, richtig sich mal das auseinander anguckt und sich überlegt, was wir gerade für eine Situation haben, Klimawandel und Corona, das sind gar nicht unsere großen Themen. Das, auch wenn wir über nichts anderes sprechen. Unsere großen Themen sind, dass wir keine Verbindung zu unserem Planeten mehr haben. Wir denken, ja, da bauen wir jetzt eine Autobahn und dann verschwinden da ein paar Bäume und dann bauen wir anderswo wieder ein paar Bäume auf. Das muss man sich mal überlegen. Da werden 300 Jahre alte Bäume für, weiß ich nicht, vielleicht 20, 30 Jahre menschliche Zukunft oder was auch immer wir noch haben. Keine Ahnung, will ich auch nicht mutmaßen. Kann mir aber allerdings ziemlich, ziemlich scheißige Szenarien
viel zu einfach vorstellen. Ja, Richtung Mad Max und weiß ich nicht was allem. Aber auf der anderen Seite gibt es halt auch eine Zukunft, die man sich vorstellen kann und die man, wo ich auch jetzt schon selber in meiner eigenen Lebensweise spüren kann, dass die viel, viel schöner ist und angenehmer und verträglicher und einfacher und auch billiger ist. Also ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich wollte nur ein 8-Minuten-Video machen, aber ich glaube, das ist nicht machbar. Also das Thema ist einfach viel zu groß. Ne? Also wenn jetzt jemand zum Beispiel sagen würde, ich bin Vater zum Beispiel. Ne? Und wenn jetzt jemand meinem Kind das Leben nehmen wollen würde, weil er gerade irgendwie, weil es mal einer Autobahn im Weg steht, so, da würde ich mich auch mit dem Leben dafür einsetzen. Und wir Aktivisten, also das muss ich jetzt auch mal sagen, ich bin selbst Aktivist, wir Aktivisten, wir riskieren ja tatsächlich unser Leben. Und das ist halt eine Sache, wo ich denke, wie kann man das so komisch missverstehen? Ja, dass man dann damit mit Polizei drauf geht für mich fühlt sich das so an, wenn ich mich einer Baumaschine im Weg stellen würde, damit die nicht mein eigenes Kind plattrollt. Und dann kommt die Polizei, der Rechtsstaat, die Demokratie und sagt, jetzt musst du aber weggehen, weil das eine Kind ist jetzt hier nicht so wichtig. Und das ist halt letztlich, sind ja unsere Kinder, deren Zukunft, deren Leben hier auf dem Spiel steht. Und zwar nicht nur wegen diesem einen Wald, sondern weil wir einfach insgesamt missverstanden haben oder es falsch gezeigt bekommen haben, wider besseren Wissens, also da auch jetzt nicht irgendwie mit dem Finger auf die Elterngeneration zeigend, wie man auf diesem Planeten nur leben kann. Und wir können auf diesem Planeten nur so leben, dass wir das tun, was wir zum Überleben brauchen. Wenn wir uns mehr nehmen, als wir brauchen, werden wir nicht geduldet. Und das ist ziemlich einfach. Also Natur ist der einzige Ort der Welt. Natur ist ja klar, sehr hart, aber auch sehr fair. Und eine Lebensweise, wo wir irgendwie, ich habe letztens, was war das, Nachtcafé geguckt. Na, da war verschiedene Leute, auch wieder sehr interessant. Und da war jemand, der sagte, ja, ich habe ja nur dieses eine Leben und Produzent von oder Vertreiber von Werbeartikeln. Und da frage ich mich, ja, klar, wenn ich diese Person wäre, würde ich wahrscheinlich genau das Gleiche wollen, das gleiche Denken haben. Wenn ich jetzt aber, es ist aber dunkel geworden hier, machen wir ein bisschen schönen Hintergrund. Ne, das mache ich mal die Jurte in den Hintergrund, oder? Ist auch egal. So, na, wurscht. Also, das ist halt, ja, das ist so verlockend. Ne? Man hat auch das Gefühl, das ist einfacher. Und wir haben vielleicht auch Angst, irgendwelche Schritte zu gehen, die uns irgendwie unangenehm erscheinen, dass wir irgendwie Komfort auf dem Weg lassen müssen. Aber wir hinterlassen ja, das ist ja gar nicht so. Lebensqualität wird ja immer mehr dadurch. Also wenn ich mir angucke, wie glücklich Menschen sind, die in Ökodörfern leben und andere Lebensweisen ausprobieren. Also ich persönlich kann einfach nur sagen, das macht sehr viel mehr Sinn und ist halt auch weniger riskant, das auszuprobieren, als das weiterzumachen, wo wir wissen, das funktioniert nicht. Und dann so Sachen zu hören wie, ja, ich habe ja auch nachhaltige Produkte in meinem Sortiment. Ja, was sind denn nachhaltige Produkte? Bitteschön. Also das geht ja irgendwie auch wiederum nicht. Oh, hier ist aber sicher auf dem Schnee. So, ups. Ja, der Güter- und Personenverkehr, der jetzt ja da auf der Autobahn rollen soll, den brauchen wir ja auch gar nicht. Also wir haben ja als, na, wenn man sich das wieder mal, ne, aus der Distanz guckt, als nackt geborene Wesen hier in der Natur, da haben wir Transport eingebaut, ne, in unsere Beine. Wir haben halt Beine dabei und brauchen uns auch nicht quasi großartig über alternative Antriebstechnologien den Kopf zerbrechen, denn egal was wir für Fahrzeuge benutzen, wir benutzen dafür verschiedene fossile Ressourcen und Energien, um die zu produzieren und betreiben und zu warten und die ganze Infrastruktur dafür zur Verfügung zu haben.
Und das sind alles Sachen, die, ich sag mal, sind uns nicht gestattet. Ja, und das ist innerhalb unserer menschlichen Erfahrung, innerhalb unserer menschlichen Verständnis, unserer quasi Blase als Menschen, ist das völlig in Ordnung. Das sind unsere Gesetze, die uns das erlauben. Aber unsere Gesetze erlauben uns ja auch, aus unserer Sicht über das Überleben und Tod, von anderen Wesen in der Natur zu entscheiden. Ja? Andersrum, also wenn mal irgendwie hier in Finnland ein Bär jemanden töten würde, dann würde man den Bären verfolgen und erschießen, oder die verletzte Person ins Krankenhaus bringen, in sehr energiehungriges Intensivbett stecken. Und der Bär wird natürlich so eine gleiche Behandlung nicht bekommen. Ne? Also irgendwie ist zweierlei Maß. Also wir reden über Rassismus innerhalb der menschlichen Gesellschaft und Diskriminierung, auch zu Recht, absolut. Aber wir reden nicht darüber, dass wir andere Arten ja, Ekozid, also mäßig ausrotten. Jeden Tag 200 Arten verschwinden aufgrund unserer Lebensweise von unserem Planeten. Das sind halt Arten, von denen wir abhängig sind. Ne? Also es sind Arten, auf denen sich ein Ökosystem aufbaut. Und ein Ökosystem, in dem wir leben, was unsere eigene einzige Lebensgrundlage ist. Und es ist einfach, ich finde es so schwer zu verstehen, zu sagen, warum kann man nicht einfach sagen, ja, da haben wir einen Fehler gemacht? Also es war zwar vor 40 Jahren, als wir uns irgendwie angefangen haben, da zu überlegen, ob wir jetzt hier so eine Autobahn noch dahin bauen. Da war das halt irgendwie so, wir haben gedacht, das geht alles so. Aber im Moment sehen wir, das geht alles nicht. Also, oder mittlerweile sehen wir das immer mehr. Ich meine, das Wissen hatten wir auch schon vor 40 Jahren. Das ist ja das Traurige. Das ist ja nichts, irgendwie nichts Neues. Ne? Und es geht halt echt nicht um Klimawandel. Es geht darum, dass wir unseren Planeten aufessen, schneller als der Planet sich erholen kann. Ne? Und das ist, da geht es um Wasser, da geht es auch um sozialen Fußabdruck, da geht es auch natürlich CO2-Fußabdruck. Da geht es eigentlich um relativ viele Sachen. Und das für mich das schwer zu begreifende ist, warum wir nicht uns massiver ändern. Denn die Vorteile liegen auf der Hand. Ja, es ist sehr viel schöner, einfacher zu leben, sehr viel günstiger, sehr viel gesünder, sehr viel sozialer. Und ich weiß es nicht, was das ist. Also es ist ja auch kein Komfort, den wir irgendwie jetzt aufgeben müssen. Ja, also ich meine, da kann man ja über so vieles reden. Ne? Also meinetwegen Wohnraum. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. In Finnland sind 40 Quadratmeter pro Person der durchschnittliche Wohnraum, also Wohnfläche. 40 Quadratmeter pro Person, die sind immer beheizt. Ja? Und gleichzeitig arbeiten wir 2 Stunden am Tag. Also 26% des finnischen Durchschnittseinkommens gehen für Miete oder Darlehen drauf. Das sind 2 Stunden an einem 8-Stunden-Arbeitstag, die wir nur dafür arbeiten, dass unser Unterschlupf da ist. Ich weiß nicht, wo das komfortabel ist. Und die meiste Zeit sind wir nicht zu Hause oder schlafen, es ist völlig egal, wie unser Unterschlupf aussieht. Solange wir warm, trocken und sicher sind, wenn wir denn dann da sind. Und dann wissen wir nicht, wo wir die Flüchtlinge, die wir häufig selbst verursachen, ja, also auch wieder besseren Gewissens, besseren Wissens, sorgen wir mit unserer Lebensweise hier dafür, dass anderswo Menschen meinetwegen aufgrund von Wasserknappheit, die letztlich wieder zu Konflikten und Kriegen führen, ihre Heimat verlassen müssen, in der Regel das auch nicht wollen. Ja, also das muss man sich auch mal irgendwie vorstellen, durchdenken. Also die Menschen wollen das ja in der Regel nicht, von der Familie wegzugehen und so. Und selbst wenn sie es wollen würden, so what? Ist ja nicht so, als hätten wir keinen Platz. Und warum können wir nicht einfach sagen, ja, wir rücken zusammen und bei mir in meiner 40 Quadratmeter Wohnung, da können noch 3 Leute einziehen. Denn wenn man sich anguckt, was in den Flüchtlingslagern passiert, da leben 6-köpfige Familien auf 3 Quadratmetern in kleinen Zelten zusammen. So dieses Privileg, was wir uns rausnehmen oder auch irgendwo das Gefühl haben, das dürfen wir, das ist so normal, ist eigentlich sehr peinlich. Denn wir müssen es eigentlich besser wissen. Vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, was für eine Geschichte wir Deutschen, ich sage mal wir Deutschen, also ich selbst denke halt nicht, dass ich, ist halt nicht meine Schuld, wo ich geboren wurde und ist auch nicht, also gut, in der Natur, wenn man sich die Erdkugel anguckt, die Grenzen, die wir alle kennen, die sieht man einfach nicht. Na, die sind ja nicht da, das ist ja Mensch gemacht, diese Grenzen. Und jetzt nicht nur nationale Grenzen, auch Grenzen zwischen, weiß ich nicht was, Geschlechtern und
weiß nicht, alle möglichen Grenzen, Religion, Glauben, das ist auch so ein Ding. Wir wissen ja nicht mehr, was wir glauben sollen. Das ist gar nicht so lange her, da hatten wir für alles Mögliche eine Antwort, dadurch, dass wir irgendwie mehr oder weniger die gleichen Sachen glaubten, haben auch irgendwie dadurch eine gute Gemeinschaft gehabt. Man ist ja gerne mit Leuten zusammen, die glauben, was man glaubt. Und da fehlt uns auch im Moment so ein bisschen was, ne? Wir wissen nicht mehr, also die Religionen spielen kaum noch eine Rolle. Will ich jetzt auch nicht verurteilen, will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie besser sein sollte. Und nochmal, ich weiß nicht, ob das irgendwie so rumkommt. Ich will niemanden jetzt irgendwie anklagen oder an Karren fahren. Ich schildere einfach nur, was ich hier aus der Distanz beobachte. Und das, was ich so am meisten, ja, befürchte, ist, dass der Grund, ne, ist eigentlich nicht befürchten, eigentlich ist das nämlich was Einfaches, das ist was Gutes, weil es ist, also ich persönlich bin der Meinung, dass der Grund, warum wir leben, wie wir leben, derjenige ist, dass wir nicht mehr die Naturverbindung haben und spüren, die eigentlich angeboren ist. Denn wenn wir die Naturverbindung so hätten wie, also in der ganzen Gesellschaft, wie viele von uns und da auch ja, viele von den Aktivisten, denke ich, haben das. Ne? Also es scheint zumindest so, sonst würde man sich nicht dafür mit dem Leben einsetzen. Die Naturverbindung, die wir spüren, wenn man schon mal gespürt hat, dass man mit einer anderen Art kommunizieren kann, das ist ja nichts, kein Geheimnis. Ne? Man sagt ja, mit Hund und Katze kann man ja auch kommunizieren und das geht in beide Richtungen. Und wenn man sich das checkt, ja, was kommunikationstechnisch möglich ist mit anderen Arten und nicht nur andere Tiere, da ist es sehr verständlich, dass man ein ganz anderes Bild davon hat, ob man jetzt eine Autobahn irgendwo hinbauen sollte oder nicht. Also dieses Zeitalter ist einfach vorbei. Ist einfach so. Also wir theoretisch und ich hoffe auch praktisch, wo es hingeht, hingehen sollte und wenn wir das nicht bewusst machen, dann wird es irgendwann einfach so passieren, ist, dass wir Leben wieder in Fahrradentfernung und Fahrradgeschwindigkeit haben. Und die ganzen Sachen, die ganzen Produkte, wofür wir die Autobahn brauchen und die vielen, vielen Reisen, die wir mit dem privaten Reisen, die sind ja eigentlich gar nicht nötig. Die meisten Produkte, die rumgefahren werden, die sind gar nicht nötig. Also was ist denn nötiges Produkt? Man kann alles, was man zum Leben braucht, kann man in den Rucksack packen. Das geht. Wer schon mal als Rucksackreisender unterwegs war, der weiß das. Wer Bushcraft und Survival und im Wald viel unterwegs ist, der weiß das sowieso. Das ist halt echt machbar, einfacher zu leben. Und also es ist einfach der Punkt für mich ist, die Sachen, die wir das sind alles Sachen, die wir nicht brauchen. Also der größte Teil von den Sachen. Und jetzt, bevor wir uns überlegen, wie wir jetzt irgendwie ein Fahrzeug anders betreiben oder ob wir uns noch eine Autobahn oder irgendwo eine Schiene erlauben können, sollte man sich überlegen, wofür brauchen wir das überhaupt? Ich habe nur noch drei elektrische Geräte, die ich benutze. Das Telefon, meine Stirnlampe, habe ich die gerade? Nee, habe ich nicht auf. Und ein Radio. So komme ich wunderbar mit zurecht. Also im Gegenteil, ich finde das eine unglaubliche Erweiterung in meinem Leben, so wenig zum Beispiel Elektrozeug zu haben. So, und da brauche ich auch dann nicht irgendwie so viel Kraftwerke für und so viel Stromleitung für und Windräder für. Und das Gleiche mit meinem Transport. Und da bin ich ja kein Einzelfall. Denn es ist ja immer mehr Menschen, die verstehen, gut, ich hau mir einfach einen Fahrradanhänger hinten an mein Fahrrad dran und schon habe ich mehr als ein halbes Auto. Und wenn ich dann noch irgendwie Carsharing mache oder ÖPNV, was auch immer, ausbaue und mich dafür einsetze, dass der ausgebaut wird, dann kommen wir auch letztlich mit einem Straßennetz aus, was nur noch halb so breit ist. Das ist ja auch irgendwie nicht zu vergessen, dass ungefähr 10% aller Emissionen im Straßenverkehr auf den Straßenbau, also auf die Instandhaltung unseres Straßennetzwerkes zurückzuführen sind. So, wenn wir jetzt uns entscheiden, das ist jetzt, ne, das ist, glaube ich, der Punkt. Wir uns entscheiden. Ja, wie entscheiden wir uns? Wofür? Wer entscheidet sich denn? Sind das die Regierungen, die Firmen? Sind das wir Privatmenschen? Ne, wir haben ja als Privatmenschen haben wir die Möglichkeit zu sagen, ich entscheide mich jetzt, anders zu leben, aber habe weltweit nicht so einen großen Impact vielleicht. Eine Regierung kann sich mit einem sehr, sehr großen Einfluss, mit einem großen Impact
was ändern, aber der Entscheidungsprozess, der dauert viel zu lange. Die Zeit haben wir halt nicht. Ne? Er dauert viel zu lange und dann ist die Motivation auch meistens ein bisschen, na, ich sag mal, na, zumindest fragwürdig. Ne? Wenn man sich anschaut, wie Wirtschaft und Politik verstrickt sind. Wir haben ja mittlerweile durch unser Bruttonational, wie sagt man denn, Gross Domestic Product, weiß ich jetzt nicht, wie man auf Deutsch sagt. Bruttosozialprodukt hat man mal gesagt, aber man sagt jetzt, glaube ich, mittlerweile was anderes. Darauf sind wir ja ausgelegt, ne, dass wir das irgendwie so wollen und mehr davon haben und wir glauben ja, dass irgendwie Profit möglich ist und so. Und dementsprechend sind halt auch unsere Gesetze dafür ausgelegt, dass sich Firmen schnell anpassen können. Ja, also wie schnell sich der Markt verändert. Meinetwegen, da werden Firmen, die investieren, Lufthansa und weiß ich nicht was, in Luftfahrt und dann merken wir auf einmal, oh, ist vielleicht doch nicht mehr so eine gute Idee. Kommt auch ein bisschen spät die Einsicht, aber immerhin. Und auf einmal sind wir in der Lage, diesen mit Milliarden Euros da reinzustecken und machen gleichzeitig noch unseren, da den lustigen Flughafen in Berlin. Also ich mache mal hier jetzt die Lampe an. Weiß nicht, ob das was bringt. Ja, so, jetzt habe ich, glaube ich, allmählich genug geschnackt. Interessante Zeiten, interessante Zeiten. Also ich glaube, wir müssen uns auf allen Ebenen ändern und das ist wieder echt die Entscheidung. Ne? Also Entscheidungen, die wir treffen müssen. Wollen wir Teil des Problems sein, weiterhin? Und wollen wir auch das erstmal überhaupt verstehen, dass wir ganz, ganz automatisch, erstmal, ich sag mal, so wie wir in die deutsche Gesellschaft hineinerzogen werden, sind wir erstmal Teil des Problems. Also es ist sehr, sehr schade, aber es ist halt echt, wir wissen nicht, was wir tun. Ne? Also in den allermeisten Fällen tiefe Naturverbindung. Wird nicht den Kindern, uns Kindern so beigebracht, wie wir es bräuchten. Überlebensfertigkeiten, wie wir es bräuchten, wird uns auch nicht beigebracht. Wir lernen, wie man Geld verdient und uns sich dann irgendwie Miete bezahlt und Pizza kauft und Versicherung bezahlt. Aber wir lernen nicht, wie wir unser eigenes Essen anbauen, wie wir ja, unser Leben letztlich verstehen. Also wir sind halt reingeboren und reinerzogen worden in ein System, was selbst nicht überleben kann. Und das ist ja auch sehr tragisch, denn die Rolle von uns Eltern oder die Rolle von uns, ja, unserer Gesellschaft oder von uns Erwachsenen, aber in erster Linie Eltern, ist, unseren Kindern das Überleben zu ermöglichen, das Überleben beizubringen. Und im Moment bringen wir unseren Kindern in unserem lustigen Schulsystem auch nur bei, ich sage mal nicht lustig, ich sage merkwürdig, ja, merkwürdig. Schulsystem bei, wie man in einem System überlebt, was selbst nicht überlebt. Also Abhängigkeiten von komplexen, zerbrechlichen und unglaublich zerstörerischen Systemen. Und es geht nicht um Klimawandel, auch um Klimawandel natürlich, aber das ist halt ein Symptom, genauso wie Corona ein Symptom ist. Und ganz am Anfang steht unsere eigene Entscheidung. Und vielleicht einfach nur uns zu fragen, wer bin ich überhaupt? Warum bin ich hier? Warum bin ich hier? Was ist mein Traum? Letztlich sind wir ja nur hier aufgrund des Lebens in all seiner Vielfalt. Wenn Leben in all seiner Vielfalt nicht wäre, gäbe es uns Menschen nicht. Hier in Finnland, wenn es die Mücken nicht gäbe, die alle immer verfluchen, aus welchem Grund auch immer, ohne Mücken wäre das menschliche Leben hier vermutlich nicht möglich. Ja, weil die Mücken sehr weit unten in der Nahrungskette stehen. Und wir ja leider nicht mehr. Und ja, da, hu, 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 hu. Ne? Also aufgrund Leben in all seiner Vielfalt sind wir hier. Und das ist für mich persönlich, wenn ich die Frage beantworten möchte, warum bin ich hier? Das ist auch mein Grund. Also nicht nur meine Begründung, also die Ursache meines Seins, sondern auch der Grund meines Seins, Leben in all seiner Vielfalt, ja, zu dienen. Und ich glaube, dass das eine richtige Richtung ist. Also es ist halt letztlich auch keine Glaubensfrage. Also glauben Sie an Klimawandel oder glauben Sie an, weiß ich nicht was, dass die Erde rund ist. Klar kann man verschiedenste Theorien anbringen, aber vieles ist einfach Wissenschaft, vieles ist auch einfach so einfach mit bloßem Auge selbst zu beobachten. Da braucht man keine Wissenschaft für. Also hier in Finnland, wenn ich sehe, wie viel hier andere Arten aufgrund unserer Lebensweise leiden, auch über diesen Klimawandelschritt dazwischen. Also ich habe keinen Spiegel mehr zu Hause, ne?
ich kann nicht mehr in den Spiegel gucken. Aber irgendwie ja schon, ne? Denn wir wissen ja, was alles möglich ist. Wir wissen ja, was wir machen müssen. Wir wissen, dass wir reduzieren müssen. Und wir wissen, also wir haben ja das ganze Wissen. Da brauche ich jetzt auch gar nicht alles aufzählen. Das wird ja das Video gar nicht passen. Aber wir haben einfach alle Möglichkeiten, die wir brauchen. Und wir müssen auch einfach mal sagen, ja, Mann, verdammt nochmal, ich gehe jetzt einfach nicht zu diesem Einsatz. Ne, als Polizist. Ich mache das nicht mehr mit. Oder wir haben einfach wichtigere Dinge zu tun. Oder jetzt irgendwie jetzt diese Autobahn, egal ob man jetzt eine Autobahnbaufirma ist oder dafür die Firma arbeitet und an die Arbeitsplätze denkt, es gibt was viel, viel Wichtigeres. Es gibt was viel, viel Wichtigeres als uns Arbeitsplätze oder auch allein meine Generation. Es gibt was viel Wichtigeres als meine Generation. Es gibt viele, viele Generationen hoffentlich noch nach uns, und zwar auch Menschen. Und wir haben da eine Verantwortung, wir haben eine unglaubliche Möglichkeit. Und wenn ich mir anschaue, was da passiert gerade auf der Welt mit Transition Networks, also oder mit den Ökodörfern und anderen alternativen Lebensweisen, also erstmal Hut ab, diese Menschen, die sollten, ne, wie jemand, der in der Freiwilligen Feuerwehr ist, auch freigestellt werden und bezahlten Urlaub bekommen für solche Sachen oder Grundeinkommen oder weiß ich nicht was, weil das brauchen wir ja. Also wir brauchen ja, also gut, zivilen Ungehorsam brauchen wir sowieso. Darf man leider nicht beibringen als Schulsystem, sonst wäre es halt nicht mehr ziviler Ungehorsam. Das muss man ein bisschen heimlich machen. Aber es passiert ja auch zum Glück. Aber wir brauchen auch einfach Menschen, die sich über alternative Lebensweisen Gedanken machen und das auch einfach ausprobieren. Und diese Menschen müssen wir unterstützen. Und wenn es Baumhäuser im Dannenröder Forst sind, das müssen wir unterstützen. Na, da muss man dankbar sein. Und ja, Ende jetzt hier das Video, ist jetzt zu lang, mit Dankbarkeit. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich diese technische Möglichkeit habe, hier weit ab des Bildschirms, wo du, anderer Mensch, jetzt gerade sitzt und mir hier zuhörst, vielleicht auch zuguckst, dass ich diese Möglichkeit habe, das zu machen. Und ja. Wir haben eine neue Geschichte am Start, ne? Wir erzählen eine neue Geschichte, und da kann man eine Weile weghören, aber wenn man mal genau hinhört, man wird feststellen, das ist eine sehr schöne Geschichte. Das ist eine sehr schöne Geschichte, wo ich glaube, auch immer mehr Leute verstehen, da von dieser Geschichte wollen wir Teil sein. Da wollen wir teilhaben, das wollen wir auch haben. Diese Leute, die sind irgendwie alle viel glücklicher und es ist ja kein Trend. Tiefe Naturverbindung, wenn man die einmal hat, wenn man die erfahren hat, die will man ja nicht mehr zurückgeben. Das will man ja, das ist ja, das sind wir ja. Das sind wir, dafür sind wir geboren, dafür sind wir am besten ausgerüstet. So, ihr Lieben, das war es hier. Sunday Thoughts, Gedanken am Sonntag und ist jetzt einfach ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, ihr verzeiht mir und versteht das. Wenn es Fragen gibt, wenn es Gedanken gibt, immer her damit. Und ja, passt auf euch auf, habt euch lieb. Denkt dran, wir sitzen alle in einem gleichen Boot und wir verstehen gar nicht, dass wir den Rumpf aus unserem Schiff rausreißen und in die Dampfmaschine 5G reinschmeißen, dass wir immer noch schneller im Kreis fahren können. Und während wir das Gefühl haben, Rettungsboote sind noch nicht erfunden. Rettungsboote sind erfunden, Rettungsboote existieren. Wir müssen mit dem Schied nicht weitermachen. Ja, müssen wir nicht weitermachen. Dann können wir einfach aussteigen und einsteigen in die neue Geschichte. Ja, da ist nämlich was Besseres unterwegs und da kann man mitmachen, auch wenn das gesetzwidrig ist teilweise noch oder auch wenn unser Verständnis dafür vielleicht noch nicht da ist. Aber guckt euch das mal an. Lohnt sich, egal wer man ist, Firmenchef oder nicht. Tschüss.